Im ersten Drittel fallen im Stadion Valascha kein Goal. Das erste zwischen Ambrì Piotta und Seve Genf, das passiert dann erst nach 28 Minuten. Und zwar für den HCAP. Die Leventiner in Überzahl. Der Gian-Andrea Randecker draussen. Der Maxim Noro mit dem Distanzschuss. Problem da dabei für den Tobias Stefan im Goal von Seve Genf. Und der Paolo Duca reagiert am schnellsten. 1:0 für Bianca Blu. Nach einer halben Stunde dann kommen die Servetiers ihrerseits zu einer doppelten Überzahlsituation. Der Eta Raffainer und der Maxim Noro draussen. Und das 5 gegen 3 nützt Genf aus durch den Gewin Ekfoy, wo via Rücken vom Ambrì Piotta Verteidiger Zdeněk Kutak zum Ausgleich zum 1:1 trifft. Das letzte Drittel, das ist äußerst umkämpft. Beide Teams mit ihren Möglichkeiten, so zum Beispiel Servet mit der, wo dann auch zur erstmaligen Führung führt. Der Petr Vampola leitet für den Florin Randecker auf und sein Schuss haargenau drin. Servet mit dem 2:1. Ambrì Piotta, jetzt mit dem Mut von der Verzweiflung, schmeißt alles nach vorne, ist auch gezwungen, wirklich jetzt alles zu riskieren und wird dann in der 53. Minute entsprechend belohnt. Der Zdeněk Kutlak gleicht nämlich aus, bringt Ambrì damit zurück in die Partie und immerhin in die Verlängerung 2:2 nach 60 Minuten. Die Overtime bringt keine Entscheidung und so geht es dann ins Penaltyschiessen. Sichert sich in dem Servet der Ligaerhalt oder hebt sich Ambrì in der Serie? Das Penaltyschiessen, das ist schließlich eine klare Angelegenheit für Genfer, die mit dem Rubin, dem Schimek und dem Florin Randecker dreimal treffen. Doch noch also ein persönlicher Saisonabschluss für Servet von einer Meisterschaft, die schwierig war. Eine Meisterschaft dagegen, die für Ambrì Piotta also weitergeht. Und zwar mit der Liga-Qualifikation, dann entweder gegen den HC Rosan oder gegen den Schlesischen Club Langenthal.